Ich wünsche einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Beam und ich heiße euch herzlich willkommen zu meinem Let's Play Skyrim 2013. Jo, letzte Folge haben wir einen ziemlich weiten Weg zugelegt. Ich kann es ja nochmal ganz kurz hier zeigen an dieser Stelle. Und zwar sind wir vom Weißlauf aus losgeritten Richtung Westen, über diesen Weg nach Norden. Dann diese gestrichelte Linie weiter Richtung Westen und schlussendlich hier nach oben. Oder hier oben dann an diesem Bauernhof angekommen und haben Ende letzter Folge dann noch hier Rast gemacht. Unser eigentliches Ziel ist dann jetzt hier Einsamkeit. Ist nicht mehr wirklich weit. So 80% der Strecke haben wir jetzt schon auf jeden Fall hinter uns. Möchte ich auf jeden Fall auch diese Folge erreichen und mir auch noch ein bisschen angucken. Davor würde ich aber ganz gerne mal probieren, weil ich das ja vorhin schon gesehen habe, den Soldat der Sturmmäntel befreien. Ich würde das zumindest gerne mal antesten. Deswegen werde ich hier einfach mal speichern. Wenn es schief gehen sollte, lade ich einfach wieder von hier und ja, wir reiten dann weiter. So, dann reden wir mit ihm hier. Befreien und Gegenstände aufteilen. Und da können wir ihm jetzt, so wie es aussieht, Gegenstände von uns geben, damit er sich selber dann auch verteidigen kann, wenn er uns unterstützt. Oder wenn wir ihn unterstützen oder versuchen zu befreien. Joa, das war's an sich schon. Geben wir ihm das ganze Zeug, was wir halt nicht brauchen, ne? Und das war's wirklich schon. Also Waffe sieht halt auch schlecht aus, tut mir leid, aber das braucht man alles. Gut, wenn ich jetzt Zepter geht, wahrscheinlich dann schon los. Also, ab geht's. Und leider hast du diesen doofen Bogen in der Hand. Das haben wir geblockt, das ist schon mal gut. So, nice, der liegt schon mal. Das ist richtig gut. Ich speichere mal an dieser Stelle. Weil das ist ja... Na, hallo? So. Los, schlag zu. So, warte mal, ich habe hier noch einen Heiltrank, den kann ich mal noch nehmen hier. Aber der ist ganz schön zäh hier. Der Bogenschütze nervt auch ein bisschen. Ei, 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 das wird knapp. Okay, der liegt schon mal. So, ich versuche mich mal hochzuheilen hier. Speicher mal. So, wo ist denn der andere? Ist er jetzt weggerannt? Nee, ne? Ach, da ist er. Ui, ui, ui. Das wird richtig knapp. Eieiei, das war knapp, das war knapp. Aber das würde ich gerne nochmal probieren. Ich hatte ja irgendwo gespeichert an einer halbwegs guten Stelle. Das war richtig knapp. Okay, ich werde den jetzt direkt angreifen. Wo ist denn der? Da. Hallo? Bin ich blind? Ach, da hinten. Oder wir probieren es doch mal mit dem Bogen. Ah, nee, das mit dem Bogen ist eine dumme Idee gewesen. Au. Okay. Aber den werden wir doch jetzt noch irgendwie schaffen. Den werden wir doch jetzt noch irgendwie schaffen. Es ist doch nur noch einer. Ich werde jetzt direkt angreifen, ohne erst einen Bogen zu zücken. Ich denke, das ist die bessere Idee. Ah, der ist doch da ganz hinten, ey. So, los, schnell, schnell, schnell. Nein! Das ist doch gar nicht. So, sieht jetzt schon mal ein bisschen besser aus. Eieiei, ich stelle mich hier aber auch ganz schön dumm an gerade. Bam! Und da liegt er. Wunderbar, wunderbar. Okay, beim dritten Versuch haben wir es jetzt endlich geschafft. Krass, krass, krass. Hätte ich nicht gedacht. Und es hat sich sogar ein bisschen gelohnt hier. Der Bogen scheint besser zu sein als unser, den wir selber haben. Cool. Ja, die Pfeile nehmen wir mal noch mit. Die können wir auch gebrauchen. So was ich immer für Verschleiß habe. Ja, das Schwert, wir können es ja mal einstecken. Ich würde vielleicht gerne auch mal ein Schwert ausprobieren, wie das so ist. Und den Dolch, den braucht man nicht wirklich mitnehmen. Den Torso nehmen wir mal noch mit. Der ist dafür, dass er recht wenig wiegt, einiges wert. Und den Rest lassen wir hier. So, heilen wir uns erstmal wieder hoch. So. Was ist denn eigentlich mit diesem Sturmmantel passiert? Ist der gestorben? Wahrscheinlich, ne? Ja, die Axt lassen wir hier. Das nehmen wir mal noch mit, den Torso. Das Schwert brauchen wir jetzt auch nicht nochmal, das haben wir jetzt schon einmal und die Fackel nehmen wir noch mit. Und da müsste jetzt hier irgendwo noch der dritte sein, hier. So. So, so.
Ja, und den Torso nehmen wir mit. Der Bogen ist auch nicht schlecht. Hier Gewicht 8 Pferd 90 kann man auch noch mitnehmen. Wir haben ja, wir sind ja gleich in Einsamkeit und wir haben ja noch Platz. So. Schade, also der Sturmmantel scheint es nicht geschafft zu haben, aber naja. Also eine richtig große Hilfe war auch nicht wirklich gewesen. Also ich habe nicht wirklich viel gesehen von ihm. Aber gut, wir haben es auf jeden Fall geschafft. Ach, da liegt er. Na gut, schade. Tut mir leid, ich hab's probiert. Sorry. Beim nächsten Mal dann. Ja, ich meine später dann, wenn man denen noch ein bisschen bessere Items vielleicht geben kann, da sieht das bestimmt dann schon anders aus. Und ich meine, wir sind ja erst Stufe 8 und spielen ja auf Meister. Da ist das halt alles noch ein bisschen schwieriger. Ich bin auf jeden Fall aber trotzdem froh, dass ich mich für Meister entschieden habe, weil ich finde das jetzt, es ist anspruchsvoll. Also für mich zumindest, aber es macht Spaß so. Viel leichter sollte es nicht sein, es sollte aber auch nicht schwieriger sein. Also ich finde das so ziemlich genau richtig gerade. Okay, so, dann machen wir jetzt mal weiter. Jetzt müssen wir ja auf dem richtigen Weg sein hier. Machen wir erstmal über diese coole Brücke. Und jetzt haben wir hier Drachenbrücke entdeckt, okay. Ja gut, dann steige ich mal kurz ab, gucken wir uns mal ganz kurz Drachenbrücke an, wenn wir schon mal hier sind. Ach ja, diese Texturen, die könnte ich mir ewig angucken. Na gut, der Stein sieht jetzt nicht so toll aus, aber das sieht einfach mal übelst cool aus. Nun gut, nun gut. Hallo? Wenn ihr ein Zimmer sucht, solltet ihr im Vier Schilde fragen. Mhm, okay, danke schön für die Information. Auch mal ein Hundi. Na du? Na. Gut, mit dem hier nochmal quatschen. Etwas Feuerholz. Ihr könnt euch dabei auch etwas verdienen. Oh, der klingt ganz schön gestresst. Klingt so, als hättet ihr Probleme mit eurer Frau. Sie heißt Olda. Solltet ihr bereits ihre Bekanntschaft gemacht haben, wisst ihr vermutlich, wovon ich spreche. Ich schwöre, diese Frau ist der schlimmste Hausdrache in ganz Himmelsrand. Ich glaube, statt einem Herz sitzt ein Eisklumpen in ihrer Brust. Ja, der hat ja nicht gerade die beste Meinung über seine Frau, aber na gut, das kommt halt in den besten Ehen vor mal. Ja, der Rest interessiert mich jetzt ja nicht so wirklich. Bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Holzhacken muss jetzt auch nicht wirklich sein. Das ist, ja. Ich bin ein Zwerg, ich tue lieber mich in einer Mine bewegen und dort arbeiten. Ist mir auch niedlich hier. Na du? Aber hat sich natürlich ja den größten und schwierigsten Berg ausgesucht, um hier hochzukommen, ne? Ist schon stolz, wenn man hier drauf steht, so. Ja gut, Spaß beiseite, wir machen jetzt hier mal weiter, würde ich sagen, so interessant ist das Dörfchen jetzt dann auch wieder nicht. Ich hole mal wieder mein Pferd ran. So, und dann hoffe ich, dass das jetzt hier auch gleich kommt. Wieder ein schöner, ruhiger Tag. Ja. Wenn du wüsstest, was hier 50 Meter weiter in der Richtung hier passiert ist. Aber gut. Ich sehe auch gerade, oder mir ist gerade aufgefallen, dass die Sonne untergeht. Also es wird wahrscheinlich bald dunkel. Da würde ich sagen, wir beeilen uns jetzt mal, dass wir noch rechtzeitig in Einsamkeit ankommen. Ich speichere mal noch. Und dann geht's los hier. Also müsste ja eigentlich jetzt gleich da sein, ne? Soweit ist das ja nicht mehr auch gewesen auf der Karte. Ja, ich ignoriere jetzt hier einfach mal alles. Das muss jetzt nicht sein. Wie gesagt, ich kenne auch die Viecher nicht hier. Am Ende sind die dann auch irgendwie noch stärker. Ich möchte mir jetzt erstmal, wie gesagt, die Stadt angucken, was er uns erstmal uns erzählt war. So, müssen wir jetzt hier links oder rechts? Okay, dann rechts, so wie es aussieht. Aber da links würde ich dann auch gerne mal hingucken, ob da irgendwas ist. So, und da scheinen wir jetzt da zu sein. Da vorne, das sieht ganz gut aus. Mhm. So, und da ist auch schon die Eingangstür. Cool. Na, dann gehen wir vom Pferd runter. Ich finde es ein bisschen doof, dass man vom Pferd aus nicht direkt rein kann. So, Einsamkeit. Bin ich ja jetzt mal gespannt, was uns erwartet. Ganz viele traurige Menschen. Joa, aber sieht doch ganz freundlich aus hier. So mit den Fähnchen. Svari, ihr müsst nach Hause.
Was ist denn hier los? Und wartet dort, bis eure Mutter kommt. Macht schon weiter! Ihr habt uns verraten. Ihr solltet ihr sagen, dass ihr Onkel ein Dreckskerl ist, der seinen Großkönig verraten hat. Besser, sie erfährt es gleich, Adler. Macht schon weiter! Wird er jetzt hier, der wird geköpft, so wie es aussieht, ne? Verzeihung. Was hat er denn gemacht? Zu beobachten, wie ein Verräter des Kaiserreiches seinen Kopf verliert. Torik ermordet hatte. Indem ihr das Tor für Ulfric geöffnet habt, habt ihr die Bewohner von Einsamkeit verraten. Verräter! Es ist überhaupt kein Mord geschehen. Lügner! Ulfric hat Torik herausgefordert. Er hat den Großkönig in einem fairen Kampf besiegt. So ist es bei uns Brauch. Dies ist die uralte Tradition von Himmelsrand und aller Nord. Das klingt aber schon ganz anders, als das sonst dargestellt wurde immer. Und das ist wieder so typischer Rotzpöbel, der... Ach, sowas regt mich einfach auf. Am heutigen Tage breche ich auf nach Sovngarde. Das war's jetzt, oder wie? Der beste Angriff ist eine gute Verteidigung. Stimmt's? Ich speichere mal. Nicht, dass die das mit mir auch machen wollen. Ich warte. Schöne Torwache wart ihr. Ach so, und den kann ich jetzt... Das ist hier unsere Hauptquest, die wir haben. Wo wir halt die Kriegsgerüchte... Wo den Kriegsgerüchten weiter auf die Spur gehen sollten. Wir können ja mal einfach mal anklicken. Ich weiß nicht, was da jetzt hier passiert. Gar nichts. Okay, gut. Dann ist das wahrscheinlich der falsche Ansprechpartner dafür. Ihr seid nicht etwa... Ja, auch. Okay, ich dachte, der erzählt uns hier irgendwas. Genau, können wir den eigentlich hier looten? Oh. Die Wartezeit zwischen Schreien vermindert sich um 20%. Das ist doch nicht schlecht. Das nehmen wir da einfach mal mit, würde ich sagen. Ja, ich meine, er braucht es eh nicht mehr. Ich werde es mit Ehren weiterführen. Und das Amulett mit Ehren tragen, sagen wir so. Ein Mann öffnet ein Tor und dafür wird er geköpft? Das kommt mir ziemlich extrem vor. Ja, mir auch. Das ist schon ein bisschen dragonisch, die Strafe. Den mag ich, der ist sympathisch. Der tut nicht blind alles mitschreien hier. Ja, die Blumen lassen wir hier. Wir gucken uns das erstmal noch ein bisschen an. Ich wollte jetzt einfach ganz gerne mal vielleicht ein bisschen meinen Mund halten und ein bisschen Einsamkeit zeigen. So mit dem Fähnchen und so, das finde ich ja ganz, ganz schön eigentlich. Hier scheint eine Art Bar zu sein. Oder? Bestimmt, ja. Was soll denn das sonst sein? Sieht aus wie so ein Bierkrug. Oder ist das, ja, egal. Können wir später mal reingucken. Ich laufe erstmal draußen lang. Das sieht doch toll aus. Das solltet ihr nochmal überdenken. Ihr verpasst da ein paar wunderbare Gelegenheiten. Wollen wir hier hochgehen? In dieser Bar arbeitet. Mit dem Bauch voller Met wäre mir wahrscheinlich viel wärmer und fröhlicher zumute. Ja, das kenne ich. Ah, hier kann man Bogenschießen trainieren. Okay, dann wisst ihr ja schon mal, was euch die nächsten 10 Folgen erwartet. Ich werde 10 Folgen lang auf diese Zielscheiben da schießen. Bis ich es kann. Das klingt doch gut, oder? bringt das eigentlich was, wenn man das hier... Bringt das Skript? Nee, ne? Lass das sein. Wieso? Darf ich das nicht? Aber ich treffe die ja nicht mehr. Na, okay. Eines Tages werdet ihr alle eine richtige Schlacht schlagen. Und was ihr hier und heute tut, könnt euch dann das Leben retten. Ja, jetzt scheint das mal nichts weiter zu sein. Ich finde es aber eigentlich ganz schön hier. Es ist ein bisschen ruhiger als Weißlauf. Aber es ist trotzdem schön gemacht und sehr idyllisch. Gefällt mir auf jeden Fall. Und hier irgendwo ist ein... Ah, hier. Scheint so eine Art Kanalisation zu sein.
Ich bin mir da nicht sicher. Ich habe, glaube ich, nur davon gehört, es scheint ja auch so eine Art Diebesgilde zu geben in Skyrim. Kann das sein, dass die hier irgendwie hier unten dann drin ist oder so? Würde mich da ein bisschen so an Gothic 2 erinnern. Ich weiß nicht, ob das jemand von euch gespielt hat. Bestimmt, ne? Das ist ja wirklich einer der besten Rollenspiele, die es gibt. So meiner Meinung nach zumindest. Und da ist ja in dieser Hafenstadt, glaube ich, auch so eine Diebesgilde, die in der Kanalisation halt unter der Stadt ist. Wenn ich mich recht entsinne. Und wenn das hier so offensichtlich so mit den, weiß ich nicht, könnte auch sein, ne, auch mit dem Zeichen hier drauf. Wobei, es könnte auch das Zeichen sein für die Stadt. Für das Banner. Das weiß ich nicht. Kann natürlich auch gerade sein, dass hier so wenig los ist, weil gerade Nacht ist. Ich denke, ich würde jetzt hier einfach mal an dieser Stelle am Blauen Palast hier Schluss machen. Und in der nächsten Folge dann würde ich einfach ein paar Stündchen warten, sodass hier wieder ein bisschen belebter ist. Und dann können wir auch noch ein paar Aufträge aufsammeln. Und dann, ja, wird mal wieder ein bisschen Zeit für Action und Kämpfe und so. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ich hoffe, dass euch die Folge gefallen hat. Wünsche euch noch einen wunderschönen guten Tag. Das war's von mir. Macht's gut.